Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge und schön, dass ihr mich wieder auf meinem YouTube-Kanal begleitet. Mir ist da was passiert und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte wissen, ob ihr so eine Geschichte auch schon mal erlebt habt. Ich war spazieren mit den Hunden und plötzlich stehen zwei große, freilaufende Hunde vor mir. Und wer fehlt? Der Hundehalter. Ja, super. Als allererstes kam die Hündin mal und hat meine Marie sofort angeranzt. Marie stand da einfach, die hat gelernt, wirklich ruhig zu bleiben, souverän zu bleiben. Aber die andere Hündin hat sich sofort auf Marie draufgestellt und hat sie versucht zu dominieren, fing an zu knurren. Ich habe sie dann runtergeschickt, dann kam der Rüde dazu. Der Rüde wollte dann mit Molly Stress anfangen. Dann hat Mieze sich noch eingemischt und ich stand zusammen mit der Lisa in dieser Situation und habe nur gedacht, hey, was geht hier ab? Kein Hundebesitzer in der Nähe. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich könnte, schrecklich, oder? Ich finde es unverantwortlich, wenn Menschen ihre Hunde einfach irgendwie frei laufen lassen, diese sich verselbstständigen, sich dann auch noch völlig scheiße benehmen. Ich muss einfach mal ganz platt aussprechen, das nervt. Leute, das nervt. Wenn eure Hunde ein asoziales Verhalten an den Tag legen, dann leint sie doch bitte an. Dann lasst sie doch bei euch. Und wenn sie schon frei laufen, wo seid ihr denn dann? Wo seid ihr? Ihr seid diejenigen, die dafür die Verantwortung zu tragen haben, wenn irgendwas passiert. Also in dieser Situation habe ich natürlich mit meiner Erfahrung den beiden Hunden ganz klar gezeigt, wo die Grenzen sind. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Das ist mir schon häufiger passiert. Und dass dann einfach kein Hundehalter zu sehen ist. Und ich finde, das nervt tierisch. Kennt ihr das auch? Also ich bin dann sehr ruhig und sehr klar gewesen, auch in meiner Körpersprache, habe die Hunde weggeschickt, habe ganz klar und deutlich gesagt, ey, jetzt ist Feierabend, hier macht einen Abflug. Dann muss man wirklich souverän auftreten. Und dann sind sie erstmal ein Stück weggegangen, dann kamen sie wieder zurück, dann wollte die Hündin noch auf die Molly drauf und ich habe nur gedacht, und immer noch kein Hundehalter in der Nähe. Auch niemand, der mal irgendwie gerufen hat oder gepfiffen hat. Und ich dachte schon, okay, die sind bestimmt irgendwo abgehauen, die haben gar keinen Menschen dabei. Und dann war ich kurz davor, die Leinen um die Hunde zu machen, um die dann einfach mitzunehmen. Weil auf der einen Seite haben die mich tierisch genervt, auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn jetzt hier keiner kommt, weil das ganze Spektakel dauerte knappe, 3 bis 5 Minuten. Und das ist ja dann eine Ewigkeit, vielleicht kennt ihr das. Ach, ihr merkt schon, ich war in Aufruhr. Ich habe dann aber auch wie immer versucht, ruhig zu bleiben und habe es dann geschafft, dass die Hunde abgehauen sind. Sie sind dann wieder einen Berg hochgelaufen. Ich habe zur Lisa gesagt, sie soll jetzt mal auf unsere Hunde aufpassen. Ich würde mal gucken gehen, ob da irgendjemand dazugehört. Ich bin den Berg hoch, da kommt mir ein Typ entgegen. Ich habe ja nichts gegen Raucher, ne? Aber mit der Kippe auf dem Maul und dann so, gibt's ein Problem? Und ich so, ja, ihre Hunde haben gerade meine Hunde attackiert und sie waren gar nicht in der Nähe. Wo waren sie? Ja, wenn es Probleme gibt, klären die Hunde schon. Also dieser super tolle Spruch, Hunde klären alles unter sich. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Wenn meine Hunde allein gewesen wären und die Hunde des anderen Hundebesitzers, ja, dann können sie alles alleine klären, weil dann haben sie niemanden bei sich, der die Verantwortung übernimmt. Dann sagt er zu mir, ja, meine Hündin ist halt extrem dominant. Hat sie denn ihren Hund verletzt? Ich guck den an. Ich sag, nee, aber das reicht ja schon aus, ne? Ich meine, war. Und dann komme ich in so eine Position, wo ich sage, muss ich mich hier rechtfertigen, dass seine Hunde freilaufen, meine Hunde attackieren und ich dann noch mich vor ihm rechtfertigen muss, warum mich das nervt? Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr sowas schon mal erlebt?
Also diese rücksichtslosen Hundehalter, die dann genauso rücksichtslose Hunde haben, die dann einfach irgendwie frei rumlaufen und der Mensch telefoniert oder läuft rauchend auf dem Spaziergang rum und kümmert sich nicht um seine Hunde. Habt ihr das schon mal erlebt? Mich nervt sowas. Das ist nicht das erste Mal. Ich finde, solche Leute, die sollten letztendlich wirklich auch eine Anzeige bekommen. Ja, wisst ihr warum? Weil das ist ja jetzt alles noch glimpflich ausgegangen. Warum? Ich habe die Erfahrung, ich habe die Souveränität. Wir waren zu zweit. Die Lisa konnte dann auch noch ein Stück mit die Verantwortung übernehmen. Jetzt stellt euch vor, da steht jemand mit seinen zwei, drei kleinen Hunden und hat Angst vor großen Hunden. Jetzt kommen da so zwei Kaliber angelaufen und stürzen sich auf die kleinen Hunde. Und dann, wenn dann die Hundehalterin der kleinen Hunde hysterisch wird, rumschreit, auf die Hunde einschlägt und das Ganze eskaliert und es wird vielleicht ein Hund schwer verletzt oder sogar totgebissen, was ja auch schon passiert ist, ja, was ist dann? Und am besten ist der Hundehalter gar nicht in der Nähe. Wo kommen wir da hin? Also, ich finde, manche Hundehalter haben einfach so die Tendenz zum Freifahrtsschein. Ne? Die meinen echt, der ganze Wald, das ganze Feld, der ganze Park gehört ihnen und ihre Hunde können sich so ja, ausleben, wie sie denn so gerade drauf sind. Und das nervt. Haltet doch bitte eure unerzogenen Hunde an der Leine. Und wenn sie das nicht gelernt haben, sich angemessen Artgenossen gegenüber zu verhalten, ja, von wem haben sie es denn gelernt? Ja, vom Zweibeiner. Weil dieser Hundehalter war genauso unangemessen in seinem Verhalten mir gegenüber, wie seine Hunde meinen Hunden gegenüber waren. Ja, einfach nicht sozial. Und ich finde, da sollte man mal wirklich echt einen Riegel vorschieben, weil nicht jeder hat das Recht, einfach seine Hunde freilaufen zu lassen. Und wenn diese sich dann noch auf andere Hunde stürzen und der andere Mensch, der Hundehalter, ist nicht greifbar, dann ist das extremst gefährlich. Es kann ja auch sein, dass so ein großer Hund auf euren Hund zustürmt, euer Hund ist frei, der bekommt Panik und haut ab und läuft einfach, will nach Hause und läuft über die Straße und wird totgefahren. Der Mensch, der seine Hunde einfach freilaufen lässt, der hat dann nicht das Problem. Aber wir, die Hundehalter, die dann ihren Hund auf so eine Art und Weise, auf so eine tragische Art und Weise verlieren, wir sind traumatisiert für den Rest unseres Lebens. Oder wenn ein Hund irgendwie schwer verletzt wird oder totgebissen wird. Oder wenn wir eingreifen. Wenn wir eingreifen, ich habe auch in der Situation, bin ich auf den Rüden zugegangen, dann hat er mich angeknurrt, bin schon einen Schritt weitergegangen, ist er weggegangen. Hätte ich das zugelassen, dass er mich weiter anknurrt, begebe ich mich selber auch in Gefahr. Also das ist völlig unverantwortlich und ich finde, man sollte solche Hundehalter mal dafür sensibilisieren, dass es auch noch andere Menschen und andere Hunde auf diesem Planeten gibt. Mich hat es total gestresst. Meine Hunde hat es gestresst. Ich habe da nur meine Marie gesehen, die Hündin kommt angelaufen, sofort auf die drauf, auf die Marie, fing die an zu besteigen, knurrte sie an und ich habe nur meine Marie gesehen in ihrer Ausgeglichenheit, in ihrer Ruhe. Hätte sie sich gewehrt, wäre es zu einem richtigen Kampf geworden. Dann hätten sich meine Hunde noch eingemischt, der Rüde auf der anderen Seite, dann hast du eine Massenkarambolage. Und wo warst du, lieber Hundehalter? Du warst nicht da. Genau, das war deine Verantwortung. Du hast deine Möppen freilaufen lassen. Das geht gar nicht. Wenn ihr solche Situationen auch erlebt, dann macht euren Mund auf. Sagt es ganz klar und deutlich, wo ihr keinen Bock drauf habt. Es gibt einfach Menschen, denen darf man auch schon mal sagen, wo die Grenzen sind. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit unsere Hunde zu erziehen, sondern wir sollten eher die Menschen dahin erziehen, dass sie wieder ein angemessenes Verhalten untereinander pflegen und dass sie respektvoller miteinander umgehen. Und damit beginnt der eigentliche Stress zwischen den Hunden, nämlich wenn Hundehalter rücksichtslos und verantwortungslos einfach durch die Lande ziehen und meinen, ihnen gehört alles. Also, mein Appell nach draußen. Jeder, der einen Hund hat, der nicht hört, der kein angemessenes Verhalten gegenüber Artgenossen oder anderen Menschen zeigt,
Das muss man auch mal so sehen. Ne? Ich habe auch keinen Bock, mich beim Joggen oder beim Fahrradfahren von einem Hund belästigen zu lassen. Ich liebe Hunde über alles, wirklich. Aber ich liebe nicht die Menschen, die da hinten dranhängen und ihren Hunden Sachen beibringen, nämlich ein asoziales Verhalten, wo dann die Hunde anschließend zum Hundetrainer geschickt werden. Besser ist, die Menschen sollten mal wieder lernen, wie man sich angemessen in der Gesellschaft respektvoll anderen Menschen gegenüber verhält. Das ist mein Appell nach draußen. Und wenn euch sowas passiert, ja, dann teilt es einfach mit anderen. Ja, und sagt es auch dem Hundehalter klar und deutlich. Werdet nicht aggressiv. Ich bin auch nicht aggressiv geworden. Ich habe nur ganz klar gesagt, ich finde es eine Unverschämtheit. Und dann hat er irgendwie mich angeguckt, als ob er erstmal raffen würde, dass das nicht geht. Ihr merkt, jetzt bin ich nochmal in die Situation reingegangen und dann bin ich auch genau wieder in dieser Emotion drin. Aber ich lasse mir von solchen Menschen und von solchen Situationen den Tag und das Leben nicht vermiesen. Denn ich bin ein Freund von positiver Energie. Und die habe ich dann, als ich von dem Menschen zurückgekommen bin, auch wieder auf Lisa und auf die Hunde übertragen. Dann sind wir nach Hause gegangen, haben uns nochmal in Ruhe auf die Wiese gesetzt und haben den Abend genossen. Genau. Aber an alle Hundehalter da draußen, die Hunde haben, die sich daneben benehmen, sorgt dafür, dass sie Manieren bekommen. Weil ich finde es nicht in Ordnung, wenn diese Hunde freilaufen und andere Menschen und andere Hunde belästigen, bedrängen, bedrohen, attackieren, angreifen oder sogar verletzen. Also ihr, liebe Hundehalter, steht in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Okay? Also, respektvoller Umgang miteinander. Dankeschön.